ich melde mich jetzt auch mal wieder mit meinem neuen Video. Und zwar mit einem Hintergrund, wie ihr seht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Lesemonat für den Juni 2015. Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den Lesemonat Juni 2015. Ja, ich bin jetzt endlich wieder auf YouTube tätig. Das letzte Mal habe ich ja vor vier Wochen ein Video hochgeladen. Da habe ich so ein kurzes Infovideo hochgeladen. Aber eigentlich, wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, habt ihr auch gesehen, dass ich nicht da war. Oder ihr hättet es euch auch denken können, weil ich halt keine Videos hochgeladen habe die letzten vier Wochen. Aber jetzt bin ich endlich wieder zu Hause und ja... Vielleicht habt ihr es gesehen, ich habe einen neuen Hintergrund, hier habe ich mich tierisch drüber gefreut. Ich habe jetzt alle Bücher an einem Platz und es gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ne? Ich habe einen XXL-Lesemonat für euch. Ich habe im Juni 17 Bücher gelesen, ich habe mir 19 vorgenommen und habe davon 17 gelesen. Ich habe zwar jetzt nicht alle Bücher gelesen, die ich mir vorgenommen habe, aber 17 Bücher ist schon eine Ausnahme. Ich habe noch nie 17 Bücher in einem Monat gelesen. Das war auch wieder so ein Erfolgserlebnis. Und ja, ich habe darunter auch ein paar E-Books gelesen. Das müssten 3 gewesen sein. Ja, ich habe 3 E-Books gelesen. Und die zeige ich euch jetzt zuerst, weil es sonst irgendwie zu kompliziert wird, wenn ich es euch so, wie ich es aufgeschrieben habe, halt zeige. So, ich würde sagen, wir starten jetzt mit den E-Books. Ich habe diesen Monat... Was heißt diesen Monat? Ich habe im Juni habe ich 3 E-Books gelesen und damit das jetzt hier nicht zu kompliziert wird, habe ich gedacht, zeige ich euch zuerst die E-Books, die ich gelesen habe. Und zwar war das erste E-Book, was ich gelesen habe, ein E-Short und zwar von der Mythos Academy. Ich weiß jetzt gar nicht, warum das Bild so klein ist, das ist nicht gut. Warum ist das so klein? Egal, ihr seht es ja trotzdem. Das ist First Frost, das ist so eine, ja, ein E-Short über die Mythos Academy. Ich glaube, man kann den zuerst lesen oder sollte man zuerst lesen, bevor man halt das erste Buch gelesen hat. Dann versteht man es einfach besser. Und ja, das ist halt die Geschichte von Gwen, wie sie auf die Mythos Academy kommt. Und ja, ich habe ja erst den ersten Teil gelesen und habe dann das Buch hier gelesen. Und wenn man es logisch betrachtet, finde ich einfach, dass dieses Buch sinnlos ist. Das könnte man auch theoretisch weglassen. Weil ich habe ja das hier gelesen und ich habe auch den zweiten Teil jetzt inzwischen gelesen. Und das, was hier drin steht, wird haargenau nochmal im zweiten Teil genau beschrieben. Und deswegen hätte man sich das auch sparen können. Aber wo ich das gelesen habe, hat es mir richtig gut gefallen. Und habe dem Ganzen 5 von 5 Sterne gegeben, genauso wie dem ersten Teil. Und ich liebe die Mythos Academy einfach. Und deswegen, einen Moment... habe ich auch noch einen zweiten E-Shot von den meiner Mythos Academy gelesen. Und zwar ist das Halloween Frost. Das könnte man, glaube ich, nach dem zweiten Teil sollte man das lesen. Meiner Meinung nach. Und ich glaube, so war das auch gedacht. Und das ist halt auch, es geht wieder um Gwen. Und dort steigt jetzt eine Halloween Party. Und dort passiert halt nichts. Das hat mir, glaube ich, nicht mehr so gut gefallen. Es passiert halt nicht so viel. Steigt eine Halloween-Party und dort werden sie von einem Monster überfallen und Gwen ist jetzt mitten in der Ausbildung und so zieht sich das halt zum zweiten Teil hin und das hat mir nur so lala gefallen. Ich habe dem Ganzen 2 Sterne gegeben und ich fand es halt nicht so gut wie First Frost. Aber ich fand es ganz okay und es war so eine gute Geschichte für zwischendurch. Okay, das letzte E-Book, was ich gelesen habe, war eins meiner absoluten Highlights diesen Monat. Und zwar ist das mein erstes Buch von Laura Newman, Coherent. Und ich habe es in meiner Kur gelesen. Ich habe es geliebt. Ich habe es in 1 durchgesuchtet und es war so, so toll. Es hat von mir volle 5 Sterne gekriegt. Und ich freue mich jetzt auch schon richtig drauf, die Nachtsonne-Chroniken zu lesen. Und ja, worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es um Sophie, die nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrer Tante aufwächst und dort entdeckt sie, dass sie eine besondere Gabe zur Technik hat. Und ja, das ist etwas ganz Besonderes.
Außerdem spielt ein großer Teil davon in Paris, denn vor dem Tod ihrer Mutter hat ihre Mutter sie zu einem Schüleraustauschprogramm angemeldet. Und dort lernt sie auch einen ganz, ganz tollen Jungen kennen. Und ich finde einfach diese Mischung zwischen Fantasy, einer Liebesgeschichte, Science Fiction spielt ja auch noch eine Rolle, fand ich einfach mega, mega toll und es konnte mich einfach super begeistern. Ich mag den Schreibstil von Laura Newman total gerne und ich muss sagen, ich finde es eine Schande, dass es mein erstes Buch von ihr ist. Ich freue mich jetzt sowas von darauf, die Nachtsonne-Chroniken zu lesen. Es hat mir einfach so, so gut gefallen und ich würde es bestimmt irgendwann nochmal lesen. So, jetzt kommen wir zu meinen Büchern, die ich als, als Buch hier habe. Und zwar war das erste Buch, was ich gelesen habe, der Stapel hält, er hält, von Stephen King, Das Mädchen. Dazu habe ich auch noch eine Rezension gemacht. Das war die einzige Rezension, die ich gemacht habe. Ich habe ja einfach nicht mehr geschafft, vielleicht... Na gut, diesen Monat werde ich es auch nicht mehr schaffen, Rezensionen so groß zu machen. Aber vielleicht schaffe ich es ja dann im August. Ich hoffe es. Auf jeden Fall Stephen King, Das Mädchen. Es ist Schitte mit dem Licht, ne? Also es hat dieses wunderschöne Cover, da wo das Mädchen so ist. Das finde ich mega toll. Aber ich muss sagen, hinten hörte sich das Buch auch richtig, richtig toll an. Es geht dabei ja um ein Mädchen, das sich im Wald verirrt und da irgendwie klarkommen muss und sie weiß, dass irgendetwas hinter ihr her ist. Ich fand, das war richtig spannend. So, am Anfang fand ich es gut. Also, man ist sofort in der Geschichte drin, ab der ersten Seite. Aber es hat sich in manchen Stellen gezogen, fand ich. Also ich will jetzt dieses Buch nicht niedermachen. Mein Gott, ich liebe Stephen King. Er hat mich mit so vielen Büchern schon begeistert. Aber ich kann mich mit diesem Buch einfach nicht so anfreunden. Also es hatte schon Stellen, da wo es mich richtig gefesselt hat. Aber manche Stellen haben sich wieder gezogen. Und da war ich überlegen, ob ich es abbreche. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Weil zum Ende hin wurde es wieder richtig spannend. Und ja... Das Buch habe ich 2 Sterne gegeben. Es hatte 304 Seiten und damit war es nicht so dick, aber ich fand, es war einfach ein Buch für zwischendurch. Mehr war es einfach nicht. Aber ich werde trotzdem weiterhin Bücher von Stephen King lesen. Er hat mich wieder mit einem seiner Bücher wirklich sehr begeistern können. Da wird es auch noch eine Rezension zu geben. Da werde ich aber nicht sagen, was es ist. Also, es war einfach nur mega toll. Und ja, das zweite Buch, was ich gelesen habe, war auch wieder ein, ich glaube, 5-Sterne-Buch. Einen Moment. Ja, es war ein volles 5-Sterne-Buch und zwar war es der dritte Teil von Das verbotene Eden, Magda und Ben. Und es war so toll, es war so toll, es konnte mich von Anfang an begeistern. Das habe ich auch im Urlaub gelesen. Das Mädchen übrigens auch. Das ist ja halt auch die Geschichte, dass Männer und Frauen verfeindet sind und sich im Krieg begeben. Und ich fand es so toll. Also es ist aus der Sicht von Magda und Ben geschrieben, der erste Teil. Also da erfährt man auch noch, wie es dazu kam, also wie dieser Virus ausgebrochen ist. Und ich fand das richtig toll. Also ich fand es auch gut, dass halt die... Protagonisten aus den letzten, also aus den ersten beiden Bänden auch nochmal vorgekommen sind. Also David und Juna, Magda und, nein, Gwen und Logan und Magda und Ben. Und es gibt am Ende dieses Buches auch einen großen Showdown, also der große Kampf. Und es hat mir so, 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 so gut gefallen. Ich liebe diese Reihe einfach über alles. Und ich war auch sehr enttäuscht, wie sie zu Ende war. Also, ich finde einfach, diese Bücher sind etwas für sich und ich bin einfach nur mega begeistert davon. Also, wenn ihr diese Bücher noch nicht gelesen habt, dann müsst ihr das unbedingt nachholen. Wenn euch die Hardcover übrigens zu teuer sind, es gibt jetzt auch die als Taschenbücher, zwar nicht mehr mit diesem Cover,
mit einer neuen Ausführung und die gefallen mir nicht so gut, deswegen musste ich auch noch den dritten Teil ganz schnell holen, damit ich alle drei Teile jetzt auch hier habe. Und ja, ich fand, diese Trilogie zu lesen war einfach was ganz Besonderes. Und es ist einfach eines meiner Lieblingsbücher geworden. Okay, dann habe ich mein letztes Buch für die Harry Potter Challenge gelesen, und zwar Harry Potter and the Deathly Hallows. Und ja, Harry Potter, ich sage nicht viel dazu. Ich habe jetzt endlich das letzte Buch gelesen und ich habe hiermit auch die Harry Potter Challenge beendet. Und ich habe jetzt alle Bücher auf Deutsch und auf Englisch gelesen. Und ja, mein nächstes Ziel ist dann, jeden Abend, jetzt solange noch Ferien sind, einen Harry Potter Film zu gucken, dass ich auch nochmal alle Filme gesehen habe. Ich fand das Buch richtig, richtig, richtig gut. Es ist einfach toll, wie sie die Horcruxe alle finden. Und es ist ein großartiges Finale. Ich liebe Harry Potter über alles. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Buch hatte 784 Seiten und hat natürlich von mir 5 von 5 Sterne bekommen. Ich liebe Harry Potter über alles. Mehr sage ich nicht dazu. Okay, als nächstes seht ihr jetzt mein einzigstes Buch, was ich abgebrochen habe in diesem Monat, weil es wirklich absolut, absolut nicht ging. Das letzte Mal habt ihr dieses Buch gesehen, da war ich auf Seite 100. Und zwar, habe ich es mir auch vorgenommen, das habt ihr im Lesemonat gesehen, geht es um den dritten Teil von 50 Shades of Grey. Toll. Ich habe ja letztes Mal bis Seite 100 gelesen und abgebrochen habe ich ab Seite 252. Es ging absolut nicht mehr. Ich habe mir das Ziel genommen, diese Reihe zu beenden. Und ich habe es bitterböse beendet. Ich habe diese Reihe jetzt abgeschlossen. Ob ich jetzt den vierten Teil nochmal lesen kann, möchte, weiß ich nicht. Vor allem, weil es aus der Sicht von Christian Grey ist. Christian Grey, den hasse ich ja noch mehr als Anastasia. Wenn ich das Buch nicht irgendwie geschenkt bekomme oder es auf dem Kindle super günstig ist, werde ich es wahrscheinlich nicht lesen. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich fand, dieses Buch war Käse. Absoluter Käse. Auf der ersten Seite ist schon klar, dass die beiden heiraten. Ja, dann wurden Sachen wie die Hochzeit einfach stumpf überschrieben. Es geht wieder nur um das eine. Christian Grey ist einfach ein totaler Control-Freak. Anastasia war einfach total naiv, konnte sich nicht durchsetzen und hat sich einfach von ihnen rumkommandieren lassen. Und als sie dann mal Initiative gezeigt hat, kam er dann wieder um die Ecke, macht und schon ist sie wieder auf seiner Seite. Wie hohl ist dieses Mädchen eigentlich? Ich mag sie ja in den Filmen. Ich mag Anastasia in den Filmen total gerne. Ich werde auch die Filme weiterhin gucken. Aber in den Büchern geht sie absolut gar nicht. Und so viel Doofheit konnte ich einfach nicht unterstützen. Und wenn mich wirklich mal was in diesem Buch interessiert hat, zum Beispiel die Hochzeit, wurde es einfach stumpf umgeschrieben. Also es wurde einfach stumpf umschrieben. Man hat die interessanten Sachen gar nicht mehr mitgekriegt. Und ja, wenn sie was anderes gemacht haben, als dann kam, keine Ahnung, sie am Strand spazieren gegangen, dann kam wieder und so ging es die ganze Zeit weiter. Diese Bücher, also der erste Teil hat mir noch gut gefallen, den mochte ich noch. Den zweiten Teil war so lala und der dritte hat es zerstört. Die Lust nach diesen Büchern hat mich zerstört. Und ja, passenderweise heißt der dritte Teil Befreite Lust. Das trifft doch zu, oder? Es hat meine Lust nach diesen Büchern befreit. Haha. Also das Buch hat einen Stern netterweise von mir bekommen, weil ich es bis auf Seite 252 durchgehalten habe. Und ich glaube, nein, das ist nicht mal die Hälfte. Guck mal. Das Buch hat insgesamt
667 Seiten. Ich habe also nicht mal die Hälfte geschafft. Aber ein Stern dafür, dass ich so weit durchgehalten habe. Okay, als nächstes habe ich wieder ein Buch gelesen, was mir, ja, so lala gefallen hat. Also ich mag ja diese ganze Idee. Also es geht ja dabei um die Person, um Adam, der den Leuten in die Augen guckt und dann halt sieht, wann sie sterben werden. Ja, und dieses Mal ist, also Adam hat kein Zuhause mehr, ist auf der Flucht sozusagen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau, ist schon so lange her. Und ja, er wird dann von der... Adam wird von der Regierung dann halt gefunden und er soll dort seine Gabe, soll denen irgendwie helfen, so in der Art war das. Und das hat mir nicht mehr so gut gefallen, das hat mir schon gut gefallen, aber sobald diese Sache mit der Regierung ins Spiel kam, hat mir das nicht mehr so zugesagt. Aber ich fand, alles in allem war das eine sehr gute Trilogie. Und ich kann sie euch empfehlen, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, war von House of Night, der dritte Teil, Erwählt. Das habe ich auch für die 15 für 2015 Challenge von Jessie gelesen. Und ja, ich habe dieses Buch auch sehr lange auf meinem Sub gehabt. Ich habe es auch sehr lange bei mir rumliegen gehabt. Ich habe es angefangen, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann halt Lust hatte, es wieder weiterzulesen. Und ja, es hat mir nicht mehr so wirklich gut gefallen. Ich fand es ganz okay, aber wirklich umgehauen hat es mir auch nicht. Also der erste Teil hat mir gut gefallen, einigermaßen am Anfang. Der zweite auch nur so einigermaßen. Und der dritte, ja, geht so eigentlich. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr dran erinnern, was genau passiert ist. Und ja, ich werde die Bücher selber... mir nicht mehr zulegen, aber ich werde sie irgendwie ja, in der Bücherei ausleihen. Ich habe gesehen, dass sie bei uns alle Teile haben. Und ja, House of Night ist so ein Ding bei mir. Ich will es schon lesen, aber wirklich begeistern könnte es mich auch nicht. Hat von mir aber einen Stern bekommen. Ich bin super nett heute. Okay, als nächstes habe ich ein Buch gelesen, was auch schon eine Weile hier rumsuppt. Übrigens, tut mir leid, wenn ihr unten irgendwelche Geräusche hört, das tut mir echt leid. Ich habe gelesen, Flavia Deleuze, Mord im Gurkenbeet. Ich könnte mich ärgern, dass ich das Buch so lange noch hier auf dem Supp hatte. Ich fand das Buch richtig, richtig toll. Das hat von mir... 4 Sterne bekommen, hatte 400 Seiten und ich fand es wirklich mega, mega toll. Es geht in dem ganzen Jahr um Flavia. Sie ist eine richtig gute Wissenschaftlerin, so Hobbywissenschaftlerin. Also sie hat so ein kleines Labor bei sich im Haus, im Zimmer und ja, irgendwann findet sie halt eine Leiche in ihrem Gurkenbeet. Und ja, die wollen halt nicht, dass Flavia damit was zu tun hat. Und als ihr Vater nur noch verdächtig wird, wird sie auf eigener Faust ermitteln. Und wie sie das so macht, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich freue mich schon auf den zweiten Band, den habe ich noch nicht hier, aber den werde ich mir irgendwann zulegen. Vielleicht noch nicht so in nächster Zeit, aber irgendwann werde ich es bestimmt tun. Okay, kommen wir jetzt zu 2 Büchern, die mich enttäuscht haben. Da war ich auch sehr verwundert drüber. Und ja, ich würde sagen, ich zeige sie euch einfach. Die waren auch in meinem Neuzugänge-Video drin. Und zwar einmal Lamento von Maggie Stiefvater im Bann der Feenkönigin. Ich weiß auch nicht mehr den Inhalt hundertprozentig genau. Das tut mir leid, das ist ein bisschen her. Es geht dabei um Deidre, ich konnte den Namen, erstmal konnte ich mit dem Namen nicht so viel anfangen, ich weiß wirklich nicht mehr viel genau, ich weiß noch, dass sie irgendein Vorspiel hatte, und
da war ihr so total schlecht und da kam mindestens 10-mal vor, dass sie gleich kotzen muss. Und ab da hatte ich schon keine Lust mehr, das Buch zu lesen. Also habe ich mich irgendwie durchgequält, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch noch, dass sie in einem Typen namens Luke verknallt war. Und der hatte halt ein Geheimnis und da war irgendwas noch mit Feen. Und das Ganze hat mir einfach nicht gefallen, ich weiß es nicht. Obwohl ich eigentlich mega auf Feen stehe, also ich mag Feen total gerne. Aber das Ganze war einfach nicht meins. Und danach habe ich dann noch Ballade gelesen. Ich habe noch keinen Schutzumschlag, ich werde auch nie einen haben. Aber da die Bücher mir nicht gefallen haben, stört mich das jetzt auch nicht mehr. Also ich fand es nur ganz okay. Es war einfach nicht so meins. Ich glaube, die Mercy Falls Trilogie hat mir damals einfach besser gefallen, als um Wölfe geht. Die habe ich hier stehen. Also die kann ich euch mehr empfehlen, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt. So, da geht es halt um Wölfe. Das ist einfach mehr meins als diese Geschichte. Die haben alle, glaube ich, ja, die haben alle einen Stern von mir gekriegt. Also Lamento und Ballade, die hatten einmal 348 und einmal 359 Seiten. Und damit schließen wir jetzt auch dieses Thema ab. Danach habe ich gelesen Gebannt unter fremden Himmel von Veronica Rossi. Rossi? Das habe ich während des 7-Tage-Lesens gelesen. Und ich habe euch nicht mit der Kamera mitgenommen, das tut mir leid. Inzwischen war auch schon ein zweites 7-Tage-Lesen. Da habe ich aber nicht mitgemacht. Und das nächste 7-Tage-Lesen werde ich mit der Kamera verfolgen. Wenn ich es zeitlich hinkriege, ich hoffe es natürlich. Und dieses Buch war so dermaßen gut. Es hat von mir 5 von 5 Sternen bekommen. Es hatte 429 Seiten. Und ich fand es erstmal, fand ich es ganz, 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 ganz toll. Aber ich hatte diese mega Probleme, in dieses Buch reinzukommen. Denn man wird einfach so in diese Geschichte reingeschmissen, sag ich mal. Und ich musste wirklich das erste Kapitel ein paar Mal lesen, bis ich irgendwie gerafft habe, worum es da so genau geht. Also es geht um Aria, die in einer Kuppel, also in einem geschützten Lebensraum, ohne Schmerz und Leid aufgewachsen ist. Und sie sucht ihre Mutter und verlässt dazu die Kuppel und landet dann in der Wildnis und wird dann halt durch ein Unglück verletzt und dort lernt sie dann Perry kennen, der sich um sie kümmert. Und ja, ich fand es richtig, richtig toll. Ich freue mich schon auf den 2. und 3. Band. Werde ich mir auch bald zulegen und ich kann es euch mega empfehlen. Das war eins meiner absoluten Monatshighlights. Okay, jetzt seht ihr die Bücher, die ich in meiner Kur gelesen habe. Also den Anfang, ne? Anfang Juni. Ich habe das ja unterteilt in Juni und Juli. Und im Juni seht ihr dann die restlichen Bücher. Im Juni habe ich noch nicht so viel geschafft. Ich habe da noch jetzt 4 Bücher gelesen. Das erste Buch war Frostkuss. Das ist Frostfluch. Das ist der 2. Teil der Mythos Academy von Jennifer Estep. Und dieser Teil hat mir noch besser gefallen als der erste. Ich finde einfach, dass die Bücher sich nach und nach steigern. Also sie werden immer, immer besser. Also wenn euch der erste Teil nicht gefallen hat, dann müsst ihr unbedingt die weiteren Bände lesen. Weil einfach die Geschichte immer besser wird. Jetzt beginnt Gwens Ausbildung. Und jetzt kommt einfach noch mehr Spannung in diese Bücher rein. Und ich fand das so, so toll. Ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben, genauso wie dem ersten Teil.
Und ich finde einfach, wenn sich die Bücher noch mehr steigern, das wäre einfach mega, mega. Die ich einen meiner Neuzugänge auch wieder gelesen. Also die anderen Bücher seht ihr dann auch in den Neuzugängen. Das Buch konnte mich nicht so begeistern, obwohl das Cover so schön ist. Und zwar Blackbird von Anna Carey. Und dieses Buch ist wunderschön. Guck mal, es hat einen pinken Buchschnitt. Und dieses Cover, ich hoffe, dass der zweite Teil auch so ist mit so einem hübschen Buchschnitt. Wird es wohl sein, wenn der erste schon so schön ist. Und ja, in dem Buch geht es ja um ein Mädchen. Also erstes Problem, man weiß ihren Namen gar nicht. Sie weiß ihren Namen selber nicht. Und das zweite Problem bei diesem Buch war halt, dass ich, der Schreibstil ist was Besonderes. Es wird, also, wie soll ich das beschreiben? Der Leser wird mit Du angesprochen. Also man fühlt sich halt so, als ob man das Mädchen ist. Und genau deswegen konnte ich mich eigentlich nicht zu diesem Mädchen hingezogen fühlen. Also, ich konnte mich einfach nicht in dieses Mädchen hineinversetzen. Das war das Problem. Und ja, ich sag euch nochmal den Inhalt. Also, es geht um ein Mädchen, das auf Eisenbahnschienen aufwacht und sich an nichts erinnern kann. Aber sie weiß, dass jemand hinter ihr her ist. Und ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, müsst ihr es lesen. Aber ich, mir hat es einfach nicht so gut gefallen, weil ich nicht dieses Mädchen, also ich fühlte mich nicht zu diesem Mädchen hingezogen. Ich konnte keine besondere Verbindung dazu aufbauen. Aber ich werde auf jeden Fall den zweiten Teil lesen, allein schon wegen diesem wunderschönen Cover. Und ja, das Buch hat von mir 3 Sterne bekommen und das fand ich sehr großzügig. Okay, als nächstes habe ich dann wieder von der Mythos Academy ein Buch gelesen und zwar Frostfluch. Boah, mein Gott, ey, ich bin so raus im Videodrehen. Es hat mir wieder noch besser gefallen als der zweite Teil. Und ich erwarte jetzt sehr, sehr, sehr viel vom vierten Teil. Ich möchte diese Reihe auch unbedingt beenden dieses Jahr, weil alle Teile draußen sind. Und jetzt langsam die Taschenbücher rauskommen. Und diese Cover gefallen mir einfach nicht. Die sind ja schwarz und mir gefallen die weißen Cover einfach besser. Ich finde sie so schön. Und ja, das Buch hat von mir wieder 5 von 5 Sterne bekommen. Und ich habe wirklich sehr große Erwartungen jetzt an den vierten Teil. Es hat mir so, so gut gefallen. Und ich freue mich einfach drauf, diese Bücher weiterhin zu lesen. Okay, jetzt sind wir bei meinem letzten Buch in diesem Monat. Und zwar war das der erste Teil von Lockwood und Co., die seufzende Wendeltreppe. Und oh, dieses Buch war auch wieder so toll. Ich fand es mega toll. Ich habe es gesuchtet. Und zwar geht es in diesem Buch um die Geisterjägeragentur Lockwood und Co. Und sie spielt in England, war das, glaube ich. Und dort ist das so, dass nur Kinder Geister sehen können. Die Erwachsenen nicht. Und ja, in der Agentur Lockwood und Co. arbeiten einmal Lockwood, Lucy und George hieß er, glaube ich. Und ja, diese Agentur war bis jetzt noch nicht so erfolgreich und es geschieht immer ein Missgeschick und ja, das ist nicht so toll. Dann passiert ihnen halt dieses Missgeschick und die Agentur steht kurz vor dem Aus. Also es muss ihnen ganz schnell was einfallen, wie sie Geld zusammenkriegen, damit sie die Agentur noch retten können. Und so nehmen sie den Auftrag der seufzenden Wendeltreppe an. Und ich fand es einfach richtig, richtig cool. Also mir haben die Charaktere richtig gut gefallen. Also Lockwood war für mich so ein kleiner Sherlock Holmes. Er ist einfach wieder so einer von diesen Typen, die mich mega begeistern können. Also er hatte so ein bisschen was von meinem Staubfinger. Und Lucy war für mich einfach so richtig. Sie war einfach das Mädchen in der Gruppe, anders kann man es nicht sagen. Und
Dann gab es George, der hat mich so ein bisschen an Ron Weasley erinnert, also dieses Tollpatschige. Und ja, der zweite Teil, den seht ihr dann in meinem nächsten Lesemonat. Und der dritte Teil erscheint ja auch noch dieses Jahr. Und ich freue mich schon, diese Trilogie dann zu beenden. Und werde traurig sein, wenn diese zu Ende ist. Also, mich hat ja dieses Cover immer sehr abgeschreckt. Also, ich dachte, das wäre so ein Kriegsdingen. Also, wenn ein Cover so aussieht, erinnert mich das immer an Krieg. Und das ist nicht so gut. Und ja, das war jetzt mein längster Lesemonat, den ich wahrscheinlich gedreht habe. Ich habe noch nie 17 Bücher gelesen. Vielleicht lässt sich das ja dieses Jahr noch steigern. Ich glaube aber nicht dran. Das war's jetzt von mir. Wenn ihr irgendwelche Bücher davon schon gelesen habt, könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, mehr habe ich jetzt gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.